Bienen im Boden, wild und unterirdisch. Zwei Drittel der heimischen Wildbienen nisten im Verborgenen. Herzlich willkommen heute aus meinem Natur im Garten Plakettengarten. Ich habe unterschiedliche Wildbienen entdeckt, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Abseits der Honigbiene sind 702 Bienenarten aktuell in Österreich heimisch. Hier auf dieser selten gemähten Wiese unter einem Nussbaum sucht sich die Frühlingsseidenbiene gerne ihren Nistplatz. Sie überwintert als Larve. Zur fertigen Biene entwickelt, steckt sie im März vorsichtig den Kopf heraus. Gestärkt durch Nektar der Frühlingsblüten geht der Kreislauf munter weiter. Nach der Paarung machen sich die fleißigen Bienenmütter gleich wieder an die Eierablage und an das Pollensammeln. All das versteckt im Boden. Die Frühlingsseidenbiene ist übrigens die Wildbiene des Jahres 2023. Nur wenige Meter entfernt haben sich die Furchenbienen angesiedelt. Auch sie schaffen den Spagat zwischen schwerer Erdarbeit und Nachwuchsversorgung nur, wenn der Rasenmäher Pause hat. Offener Boden und ungestörte Gartenflächen sind nämlich ihr Lebensraum. Natürlich dürfen Blüten in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht fehlen. Ein überraschend vielfältiger Lebensraum hat sich vor dieser Gartenhütte entwickelt. Unter dem Regenschutz des Dachvorsprungs finden Sie ein paar Quadratmeter offener Boden. Nur Abstreifgitter liegen hier, um die Begehung zu erleichtern. Schornsteinwespen haben sich hier etabliert. Den Zugang zu ihren Bauten erkennt man an diesen kleinen Türmchen aus Lehmkugeln. Hilfreich sind die ungefährlichen Faltenwespen im Garten, denn sie tragen Larven vom Rüsselkäfer als Nahrung für den Nachwuchs ein. Der Traufenschotter und die Abstreifgitter geben zufällig auch der Pelzbiene eine günstige, geschützte Struktur, um sich hier zahlreich anzusiedeln. Faszinierend ist die ausgeklügelte Erdbautechnik. Die kräftigen Hinterbeine verteilen die Erde zur Seite. So entsteht unter dem behaarten Körper Raum für den Aushub mit den Vorderbeinen. So entstand hier eine Art Tür-an-Tür-Rastersiedlung. Aber nicht alles im Wildbienenreich ist nur eitel Wonne. Der natürliche Kreislauf ist erst komplett, wenn sich auch weitere Nutznießer einfinden. Viele sogenannte Kuckucksbienen legen ungeniert ihre Eier zu jenen anderer Arten. Hier eine Trauerbiene ins Nest der Pelzbiene. Auch die Türmchen der Schornsteinwespe sind vor Parasiten nicht sicher. Kaum ist die Eigentümerin aus dem Haus, schlüpft die Goldwespe in den Bau und legt ihr Ei in eine Larve ab. Manchmal gelingt es sogar, den Feind aus dem Bau zu ziehen, meistens aber nicht. Daraus entsteht aber die bunte Vielfalt im Naturgarten. Zum Schutz bedrohter Arten wie Pelzbienen, Furchenbienen, Seidenbienen und Co. hier noch mein Tipp. Bester Boden für die unterirdischen Wildbienen ist sandiger Lehm oder lehmiger Sand. Ideal sind offene Flächen, abwechselnd mit locker bewachsenen Flächen, die durchaus im Laufe des Jahres zuwachsen können. Stabile Elemente wie Totholz oder einzelne Steine bieten geschützte Zugangslöcher für die unterirdischen Nester. Die grünen Daumen hoch für mehr Wildbienen!